Das Wort erhält nun der Kollege Rainer Brüderle für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der G20-Gipfel wird viele Themen auf der Tagesordnung haben. Die wichtigsten werden die Währungsfragen sein. Währungsfragen sind immer auch Machtfragen. China schließt fast im Monatsrhythmus neue Währungsabkommen, vor allem mit den BRIC-Staaten, auch mit Japan, dem Konkurrenten in Asien. Das Ziel ist klar, mehr Unabhängigkeit vom Dollar. China stellt den Leitwährungsstatus der Amerikaner schon seit langem in Frage. Russland favorisiert eine Kunstwährung über den IWF. Europa ist einen anderen Weg gegangen. Wir haben den Dollarstatus mit unserer Gemeinschaftswährung in Frage gestellt. Europa spürt jetzt den rauen Wind der Weltfinanzmärkte und Herr Trittin, dafür müssen wir jetzt unsere hausgemachten Probleme auch lösen, denn sie waren Ursache der Schwierigkeiten, in der wir sind. Hohe Staatsverschuldung, fehlende Strukturreformen in einer Reihe von Mitgliedstaaten. Aber es gibt auch interessierte Kräfte von außerhalb. Etwa Ratingagenturen, die manchmal einen sehr patriotischen Knick in ihrer Optik haben. Die Angelsachsen diesseits und jenseits des Atlantiks raten uns, macht mehr Schulden und locker die Geldpolitik. Das rettet eure Währung. Die angelsächsische Finanzlobby und ihre Verbündeten bei den Linken in Europa und in Deutschland, das ist eine unheilige Allianz der Inflation. Banklizenz für die Rettungsschirme und Eurobonds sind die Vermögensvernichtungswaffen dieser Inflationsallianz aus Wall Street und europäischem Sozialismus. Wir machen das anders. Die christlich-liberale Koalition unter der Bundeskanzlerin Frau Merkel an der Spitze steht für Stabilität. Die christlich-liberale Koalition steht für gutes Geld. Sie steht für Wachstum und Beschäftigung. Deutschland ist so gut wie kein anderes Land der westlichen Welt durch die Krise gekommen. Das hat Gründe. Wir sind den Stabilitätsweg gegangen. Wären wir den Ratschlägen der weniger Erfolgreichen gefolgt, würde die Inflation schon galoppieren. Seit Samstag ist klar, Spanien wird wegen seiner Bankenkrise unter den Rettungsschirm gehen. Anders als in Griechenland hat Spanien seine sonstigen Strukturprobleme ernsthaft angepackt. Deshalb ist es derzeit sinnvoll, von einer umfassenden Troika-Mission abzusehen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich unserem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble danken. Er hat durchgesetzt, dass die spanischen Banken keine Direktzahlung erhalten, sondern das Land unter den Schirm muss. Das hat er mit viel Geschick gemacht. Europa wird harte Auflagen machen, was die Restrukturierung der Institute angeht. Die Eurozone ist noch nicht über den Berg. Vom kleinen Zypern und vom großen Italien kommen diese Woche sehr gemischte Signale. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zügig den ESM und den Fiskalpakt auf den Weg bringen. Die Welt wartet auf ein starkes Signal von Europa. Und wir wollen auch nicht, dass dies in Unsicherheit weiter sich fortführt. Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen. Die Zeiten des Kalten Krieges und des Sonderstatus von Deutschland sind vorbei. Russland übernimmt nächstes Jahr die G20-Präsidentschaft und will besonders eng mit Deutschland eine Struktur auf den Weg bringen. Uns wird die Führungsrolle Europa zugetraut. Wir müssen sie annehmen. Wir stehen als christlich-liberale Koalition für eine Politik für Maß und Mitte. Maß und Mitte haben andere verloren. Ich fand es wirklich unsäglich, was der frühere Außenminister der Grünen letzte Woche zur Schuldenkrise erklärt hat. Er ruft, es brennt, es brennt.
Das ist an Schäbigkeit und Selbstgefälligkeit nicht zu überbieten. Joschka Fischer hat die währungspolitischen Brandsätze selbst gelegt. Der 5 Millionen Arbeitslose, Joschka Fischer. Der Nullwachstum, Joschka Fischer. Der Stabilitätsvertragbrecher, Joschka Fischer, erzählt uns großzügig, wie die Welt funktioniert. Er hat die Aufnahme von Griechenland zu verantworten, damals die Eurozone, die die Voraussetzungen nicht hatten. Wir löschen jetzt das, was die Wachstumsfeinde von den Grünen angelegt haben. Das Schlimme ist, die Cassandra aus dem Grunewald gibt bei den Grünen immer noch die Richtlinien vor. Er fordert schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme. Herr Trittin widerspricht nicht. Herr Trittin kuscht. Dafür war Herr Kollege Trittin jetzt auf einer Konferenz der Hochfinanz. Ihren Parteifreunden haben Sie das verschwiegen. Sie haben offenbar Angst vor der Kritik von dem eigenen Verein nach dem Motto links unten anfangen, rechts oben ankommen. Das ist Herr Trittin. Es ist offenbar ein langer Weg vom Kommunistenbund Westdeutschland zur Bilderberg-Konferenz der Hochfinanz. Ihre neuen Freunde von der Hochfinanz haben mir noch gleich etwas ins Ohr geflüstert. Herr Trittin fordert jetzt die Bankenunion für Europa. Die Einlagensicherung soll nach seinem Willen europäisiert werden. Herr Trittin will, die deutsche Oma haftet mit ihrem Sparbuch für ausländische Investmentbanker. Das ist ihre Politik. Das ist grüne Politik der sozialen Kälte, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das steht in einer Linie mit ihrer armutsfördernden Energiepolitik. 5 Mark für einen Liter Benzin, Milliarden Dauersubventionen für Solardächer, die in China produziert werden, Dosenpfand, Handypfand, Plastiktütenverbot. Sie sind die Partei der Bio-Schickeria in Deutschland. Das ist Ihr auch bisher wenig verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema Fiskalpakt. Herr Trittin will vielleicht noch mitmachen, aber Ihre linksgrüne Basis sieht das wohl anders. Für die Grünen kommt der Strom aus der Steckdose, das Geld aus dem Automaten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, lassen Sie sich nicht in Geiselhaft von dieser grün lackierten Schickimicki-Partei nehmen. Wir haben Verantwortung für Deutschland und für Europa. Ich bin deshalb auch dem Kollegen Müntefering sehr dankbar. Müntefering hat zur rechten Zeit die Augenbrauen mahnend hochgekommen. Herr Gabriel hat fast ein Jahr lang für die Eurobonds die Trommel gerührt. Ich habe eine Liste mit vielen Zitaten von Herrn Gabriel dabei, wo er sich mit Vehemenz für die Eurobonds ausspricht. Seit neuestem findet er die Idee skurril, weil es dabei um eine Vergemeinschaftung der Schulden geht. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Erst grübeln, dann dübel, hätte ich früher gesagt. Jetzt sage ich im Gabriel-Format, erst Münte fragen, dann twittern. Der Weg in den Zinssozialismus ist jetzt also zu. Wir sollten jetzt auch nicht den Weg in den Schuldensozialismus gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD den Facharbeitern bei Volkswagen, bei Daimler erklären will, dass sie mit ihren Steuern die Altschulden von Italien, Spanien und Griechenland tilgen sollen. Das wäre nämlich der Weg in den Schuldensozialismus. Aber ich habe wahrgenommen, dass die Leidenschaft für diese Schuldenvergemeinschaftungsstrategie bei den Sozialdemokraten nicht sehr ausgeprägt ist. Ihnen geht es jetzt um die Beteiligung der Hochfinanz an den Krisenkosten. Das wollen wir auch. Wir sind uns aber einig, die Riester-Vorsorge, die Kleinanleger und die Finanzierungsbedingungen für den Mittelstand dürfen nicht negativ betroffen werden. Verlagerungswirkung wollen wir ausschließen. Sie als Opposition wollen das Wünschbare
Wir als Regierungskoalition bieten Ihnen das Machbare. Machen Sie mit und verknoten sich nicht in kleinlicher Parteipolitik. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für Deutschland und Europa. Und es war, was Herr Steinmeier sagt, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, leidet auch die Demokratie. Deshalb Schluss mit den Illusionen. Wir könnten durch Zinssozialismus und Schuldensozialismus die Probleme Europas lösen. Hier ist jetzt eine Stunde der Wahrheit. 2 und 2 bleibt 4, auch für Sozialisten. Nächster Redner ist der Kollege.